Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Präsentation des Debütromans von Lana Bastasic heute Abend, Fang den Hasen. Lana Bastasic ist uns aus Zürich zugeschaltet. Hier im großen Saal des Literaturhaus Berlin sitzen Marco Pogacar und Elvira Veselinovic, um sich gleich auf Serbokroatisch mit Lana Bastasic über ihren Roman zu unterhalten. Das ist an sich schon ein ziemlich europäisches Setting, aber nicht deswegen hat Lana Bastasic im letzten Jahr den Literaturpreis der Europäischen Union gewonnen, sondern weil sie in Gestalt eines sehr lustigen und spannenden und tollen Roadmovies einen sehr europäischen Roman geschrieben hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß heute Abend beim Zuschauen und dann hoffentlich auch bei der Lektüre. Guten Tag, ich begrüße Sie meinerseits. Es tut mir sehr leid, dass wir nicht live hier mit Ihnen zusammen sind. Das ist natürlich ein Vorteil für die, die den Stream verfolgen. Und ich hoffe, dass natürlich auch Leute von außerhalb Berlin diese Gelegenheit nutzen. Wir haben eine kurze Einleitung gehört. Und ich begrüße jetzt auch Lana. Ich sehe dich auf der anderen Hälfte des Bildschirms. Hallo. Wir werden nicht zu viel Zeit verlieren auf die Geschichten über den Kontext des Romans, über das Finale des Nin-Preises, des wichtigsten serbischen Literaturpreises, in dem das Original sich auch fand, und den Europäischen Literaturpreis, den er bekommen hat. Ich nehme an, dass unsere Zuschauer diese Preise schon kennen und dass sie darüber Bescheid wissen. Ich würde mich von Beginn an direkt dem Roman widmen und von dem schon notorischen Hasen, also eigentlich auch ein Kaninchen, losgehen. Der ist auf den meisten Titelseiten, die ich bisher gesehen habe, den meisten Ausgaben ist auch ein Hase, also der Rabbit, der Hase, das Kaninchen von Alice. Das von dem Filmemacher Jan Švankmajer auch so gut in der Animation dargestellt wurde, Ende der 80er, sodass er ihn eigentlich seines Wesens beraubt hat und ihn zu Sägespänen gemacht hat. Jedes Kapitel deines Romans beschäftigt sich auch mit einem Teil aus Alice, und das wäre jetzt meine erste Frage, meine Einleitung. Da werfe ich dir also jetzt quasi den Handschuh hin, was dieser Hasenbau, dieses Hasenloch von Alice für dich bedeutet. Erstmal vielen Dank nach Berlin, dass Sie mich eingeladen haben. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht persönlich da sein kann, und danke Marco, es ist eine besondere Ehre für mich, mit dir zu reden. Und jetzt fangen wir also mit dem Hasen an. Für mich war die Ideen für Romane kommen ja immer ganz auf ganz besondere Weise. Etwas passiert, man sieht irgendwas, man sieht einen Film, man hört einen Satz, man schnappt irgendeinen Brocken von irgendeinem Gespräch auf. Und diese Kleinigkeiten, die fügen sich dann von sich aus zusammen. Und das führt dann eben zur Inspiration. Und auf einmal kommt alles zusammen und man sieht dann das Ganze. Und mir ist sowas Ähnliches passiert mit diesem Roman, und das war, dass ich eine Vorlesung über Alice in Wonderland vorbereitet habe. Für ein Seminar, ein Literaturseminar, und dann habe ich mich wirklich beschäftigt mit diesem Text und habe begriffen, wie viele Schichten das eigentlich hat, was das für eine Sozialkritik ist, was das für logische Spiele sind, Wortspiele, Sprachspiele und so weiter. Und gleichzeitig habe ich auch begriffen, dass das Buch sehr gewalttätig ist, dass da viel Gewalt drin ist. Man denkt immer so, ja, Kinderliteratur, Alice im Wunderland und so. Aber nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch seelische Gewalt, wenn man von Alice verlangt, dass sie da irgendwas tut. Und das erschien mir wie ein
guter Frame, ein guter Rahmen für diese Geschichte über Bosnien. Also meine Sichtweise von Bosnien, von diesem Land. Du weißt ja selber, wie viele Bücher darüber schon geschrieben wurden, wie viele Bücher über diesen Krieg schon geschrieben wurden und dass es von uns auch immer ständig erwartet wird, dass wir irgendwie über den Krieg schreiben. Und die Frage war eigentlich, wie der Ansatz wird, was ich da also für einen Zugriff habe. Ich kann ja nur als ich schreiben und dass ich auf die Frage antworten kann, was dieses Land mir bedeutet, was die Erinnerung an dieses Land mir bedeutet. Und da kam Alice irgendwie wie gerufen, ganz natürlich. Ich habe begriffen, dass ich über ein Mädchen schreibe in Bosnien oder die Mädchen in Bosnien schreibe, ein Land, wo eine verrückte Logik herrscht, eine irrationale Logik, dass die Kinder auf die Abwesenheit von Sinn viel eher erkennen als die Erwachsenen. Und in dieser ganzen Abwesenheit von Sinn und dieser unsinnigen Logik muss man dann eben irgendeine eigene Integrität aufbauen. Und ich habe beschlossen, das erste Kapitel von Alice im Wunderland, was damit anfängt, dass es ein ruhiges viktorianisches Mädchen ist, was eben angemessen ihrem sozialen Status lebt. Und auf einmal wird sie weggetragen von Neugier und beschließt, diesen weißen Hasen, diesen weißen Kaninchen in die Dunkelheit, in die Unterwelt zu folgen, in ein Land, was überhaupt nicht das ist, an das sie gewöhnt ist. So habe ich also beschlossen, dass meine Protagonisten, meine Erzähler auch von etwas weggetragen, weggerissen werden und dass dieser weiße Hase, dieses weiße Kaninchen im ersten Kapitel die Sprache sein wird, die sie lange nicht gesprochen hat, die Protagonistin. Und wie du weißt, ist dieser Hase dann ein sehr interessantes Symbol. Da kann man also alles Mögliche reindeuten. Alles Mögliche erwacht in uns, wenn wir an Hasen denken. Aber in unserer Sprache nutzen wir das Wort Hase für wilde Hasen, für das, was auf Englisch Hare wäre und im Deutschen Hase, aber eben auch für die Kaninchen, für die zahmen. Und Hasen und Kaninchen sind nicht dasselbe und allein diese Sprachanalyse, das war schon ein Identitätsproblem bei der Benennung sozusagen. Und deswegen war das sehr interessant für mich, was ich daraus holen kann, aus diesem weißen, toten Hasen, der da vergraben wird, zu dem gemalten Hasen von Dürer, der also ewig ist und der wahrscheinlich auch in irgendeinem Moment lebendig war, zu der individuellen Gewalt kehren wir noch zurück in deinen Büchern, aber jetzt eine Subfrage sozusagen. Mich interessiert, wie zufrieden bist du im Kontext dessen, was du gerade gesagt hast, also der Macht des Hasen mit seinem Symbol eben sehr, sehr fest verankert in dem Roman, eben mit Alice auch. Wie sehr bist du zufrieden, wie die Kritiker und die Leute, die das gedeutet und analysiert haben, die konnten dem Zitat ja auch nicht wirklich ausweichen. Aber ich glaube, es wurde sehr viel reininterpretiert in eine ganz andere Richtung, obwohl dieser Hase eigentlich überall ist, also der seine Symbolik fließt über in alle möglichen Richtungen. Wie zufrieden warst du mit den professionellen Lesern, Kritikern, wie die diesem Faden gefolgt sind? Und gibt es da eine besondere Verbindung mit Alice, die nicht beleuchtet wurde im Text, die du uns vielleicht hier erklären willst? Du beschäftigst dich ja mehr damit als ich. Deswegen kennst du die Kritiken auch.
und weiß, dass sie in nützliche und unnötige geteilt werden, eher als in gute und schlechte. Und das ist bei uns generell. Das kann was sein, was einen persönlich stört. Und du hast ja nichts, worüber du dich beschweren kannst, so nach dem Motto. Klar, wenn man einen Roman liest, vielleicht weil ich eine Frau bin oder vielleicht weil in meinem Roman zwei Frauen die Protagonistin sind, werden andere Sachen vernachlässigt sozusagen oder in den dritten und vierten Plan gerückt. Sachen, die was den Roman und das Genre angeht und dieses narrative Spiel. Und mir tat es tatsächlich sehr leid, dass nicht genug über alles gesprochen wird, denn ich habe den Roman wirklich so geschrieben, dass Alice im Wunderland neben mir lag und dass ich immer wieder dahin zurückgekehrt bin und immer wieder verrückte Passagen und Kapitel gelesen habe und versucht zu begreifen, was ist das Zentrum, was ist das Symbol dieses Kapitels. Redet sie jetzt von der Mutter oder ist die Bildung sinnlos? Oder geht es um Imperialismus in England? Und ich habe immer wieder versucht, das daraus zu destillieren, was die Parallele in meinem Roman ist. Und viele Kritiker haben das natürlich gar nicht bemerkt. Es ist etwas Wundersames, etwas Unalltägliches. Und etwas, das es letztendlich nicht gibt. Eine einzige Schriftstellerin hat das sich ausgedacht, sozusagen. Das gibt es nicht. Dieser Roman ist ja zum Beispiel 5 Jahre nach dem Roman von Elena Ferrante erschienen. Und für mich war das gar nicht so dominant, der Einfluss von Elena Ferrante, aber die Behauptung, es würde von vorne losgehen, von vorne beginnen. Und das ist ein interessantes, formales Element, dass es direkt in medias res, mitten im Satz, es geht ohne Großbuchstaben los, dass das, was erzählt wird, schon eine Spitze des Eisbergs ist, sozusagen, wo etwas viel Umfangreicheres, Dunkleres, Ungesagtes an die Oberfläche schwimmt. Wo ist der Anfang dieser Geschichte und kann man überhaupt präzise definieren, wo der Anfang dieser Geschichte ist? Das Wichtigste für mich war das, was du gesagt hast, dass eine Geschichte, die so ist, keinen Anfang hat. Denn im Roman stelle ich das alles in Frage, diese ganze Form, diese Themen und Ideen, diesen Anfang und das Ende, was wir so in der Schule gelernt haben, die Kulmination und die Ort und Zeit der Handlung und so weiter. Und das problematisiere ich alles. Und auf der anderen Seite ist mir dieser Anfang mitten im Satz, der war mir tatsächlich sehr wichtig, um einen Kreis zu machen, um diese zyklische Struktur zu erzielen, damit also dann der letzte Satz eigentlich der Anfang ist und auch kein Punkt hat und auf die Weise dem Leser zu sagen, du musst also zum Ende kommen, um anzufangen, um wieder von vorne loszulesen, was also viele Dinge sind, die man nicht weiß und um zum Anfang zurückzukehren, du weißt gar nicht, ob du am Ende die ganze Geschichte weißt. Das ist also keine Physik oder so, das ist kein Naturgesetz, sondern das ist etwas, was man früher auch schon gemacht hat. Und das war ein sehr nützliches Mittel, um diesen Kreis zu schließen, eine Art vicious circle zu schließen. Und natürlich auch dieses Wiedererzählen anrege, wo man immer wieder zum Anfang zurückkehren muss und immer wieder von vorne erzählen muss, weil es ja alles mit diesem geschlossenen Kreis neues Wissen bekommt. Im Roman ist allgegenwärtig der Wunsch und das Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen, die dann irgendwie zu ihrem
Ende gelangt, aber dadurch überhaupt erst definiert wird und die, das Verlangen im Prozess des Erzählens zu bleiben, dass das Erzählen ein Weg zum Verstehen ist, eine Art Minusverfahren, negatives Verfahren. Man kann vielleicht nicht Auflösung sagen, aber Beleuchtung des Traumas, sowohl des persönlichen Traumas als auch des kollektiven Traumas. Das Motto, was uns in das Buch einführt, zieht sich wörtlich durch den Mund von Alice und sie sagt auf eine Weise, dass wir nie dieselben Pantarei, also quasi nicht dieselben von gestern sind, dass man in sich selbst auch nicht zweimal oder aus sich selbst zweimal sprechen kann oder sich selbst an sich selbst erinnern kann. One pill makes you larger and one pill makes you smaller von Jefferson Airplane. Das ist wieder der White Rabbit, der uns begleitet. Können wir als Wesen in konstanter Bewegung, als Menschen, die sich verändern, müssen wir, sind wir verpflichtet, an unseren Fehlern zu lernen, an den Fehlern dieser alten uns selbst. Und der Prozess der Ausrottung, der langsamen Erlangung einer bestimmten Subjektivisierung mit bestimmter Arbeit, wenn man also an sich selbst arbeitet. Mich interessiert also, können wir oder wie nähern wir uns dem überhaupt dran ohne eigene Ideologie? Und was würde das alles überhaupt bedeuten, diese Phrasen? Was würden die bedeuten im Kontext unseres Erwachsenwerdens und des Zerfalls Jugoslawiens? Ja, das ist also jetzt echt eine sehr komplexe Frage, da könnten wir sehr lange drüber reden. Aber nur kurz vielleicht von diesem Zitat, was du gesagt hast an der Eröffnung des Buches tatsächlich, spricht es darüber, dass wir jemand anders waren und wieder zu uns selbst zurückkehren. Aber der zweite Teil des Zitats, den ich auch sehr interessant fand, ist dieser Unterschied zwischen dem Erzählen, wenn man sagt, was passiert ist, und dem erklärenden, berichtenden Teil. Das habe ich irgendwie bestimmte Tendenzen gesehen, auch beim Zerfall Jugoslawiens, wie da erzählt wurde. Uns wurde ständig irgendetwas erklärt. Mit sehr wenig Tatsachen wurden Märchen geschaffen und jeder hat sein eigenes Märchen gehört. Einer in Banja Luka, einer in Sarajevo, einer in Belgrad und so weiter. Und so war das Erzählen, was vom Krieg erzählt oder von den Folgen des Krieges oder über unsere Generation, die also jetzt so eine Postkriegsgeneration ist für immer, muss das untersuchen, muss das analysieren. Wer redet da eigentlich mit uns? Wer berichtet uns da Tatsachen? Wer sagt uns, wer erklärt uns da was, was passiert ist? Und da tauchen die Fragen der Verantwortung auf, was du eben auch am Anfang gesagt hast, dass man sich selbst hinterfragen muss, die Verantwortung auch gegenüber dem Erzählen, wenn man etwas auf sich übernimmt, also den Status des Erzählers, hat man eine sehr hohe Verantwortung. Also wenn ich Dürers Bild anschaue, Dürers Aquarell, müssen wir auch heute die Frage stellen, vielleicht ist das sinnlos. Ich wollte, dass mein Roman eigentlich die Frage stellt, wer war dieser Dürer, was ist ihm passiert, was ist in ihm vorgefallen? Und das ist die Frage, die ich stellen wollte, die Frage der Verantwortung gegenüber denen man etwas erzählt. Ohne diese Haltung gewissermaßen, wie so ein Pfarrer, der jetzt die allgemeine Weisheit hat, die er uns erklären will,
Deswegen wollte ich eine Erzählerin haben, die sehr viele Fehler macht, die nicht perfekt ist, die Schuldgefühle plagen und die konstant zum Anfang zurückkehren muss, von Anfang an wieder beginnen muss, um Dinge zu erklären, die passiert sind. Oder Dinge, die nicht passiert sind. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich auf deine Frage geantwortet habe. Natürlich. Und als wir uns abgesprochen haben über dieses Gespräch, haben wir gesagt, wir geben uns eher so Schlagwörter und keine richtigen Fragen. Es gibt also keine Fragen und Antworten und erst recht keine richtigen Antworten. Ich kehre mal kurz zurück zu der historischen Komponente, die du erwähnt hast. Irgendwie ist strukturell dieser Roman wie ein Roadmovie, wie ein Straßenroman aufgebaut. Also es gibt ein bisschen die Rückblicke wie Bahnhöfe, Stationen in der Vergangenheit. Im ersten Fall ist es wörtlich ein Roadtrip, die Fahrt im Opel Astra, und im zweiten ist es ganz metaphorisch als fragmentarische Sequenzen eines Bildungsromans. Und jetzt interessiert mich in diesem Fall, wie viel persönliche Geschichte, wir kehren daher nochmal zurück, aber deine Hauptprotagonistin, wie viel persönliche Geschichte, ist das Kollektiv, spiegelt sich wieder in der persönlichen Geschichte? Ich glaube wirklich, dass die Literatur auf eine gewisse Weise sich mit Details beschäftigen muss. Literatur muss immer ganz nah rangehen, um Sachen aus der Ferne betrachten zu können. Und es ist ein sehr gutes Beispiel, was ich immer sehr gerne anführe, von einer Geschichte, in der es in der eine Frau aus Auschwitz beschrieben wird, die ist da mit dem Baby und sie muss dieses Baby unterm Schal verstecken, um es zu retten, und diese Frau möchte in diesem Kontext eigentlich all das machen, das, was Babys nicht machen. Also das darf nicht schreien, nicht atmen eigentlich, also überhaupt nicht gehört werden. Und da ist es mir sehr interessant, wie diese Frau ihren Namen bekommt, die mit verschiedenen Namen anfangen, wo ein schlechter Herausgeber wahrscheinlich sagen würde, ah, da wiederholen sie ständig die Namen, das brauchen wir nicht, wir brauchen sie immer wieder Martha, Martha, Martha. Aber sie besteht auf dem Benennen dieses Babys, dieser Namen, das wird also Teil des Holocaust, das also wirklich mit dem Finger drauf gezeigt wird, gezoomt wird und auf diesen Schal schaut, wo die Mutter ihr Baby versteckt. Und diese Art des Zoomens, glaube ich, ist sehr wichtig in der Literatur. Heute wird leider, kehrt man fast schon zurück zum viktorianischen Roman, aber man vergisst die Details, und das ist etwas, was ich versucht habe, darauf zu zeigen, dass man Details anschaut. Denn ich habe begriffen, dass ich eine ganze Geschichte erzählen kann, aber ich kann nicht den ganzen Balkan erzählen, kann den ganzen Krieg erzählen. Das finde ich immer arrogant, wenn ich ein Buch öffne und jemand sagt, ja, jetzt erzähle ich euch mal, was los war. Das mag ich nicht. Aber wenn ich ein Buch aufmache und wenn ich Details sehe, dann glaube ich daran. Dann glaube ich diesem Autor, diesem Erzähler. Und die Möglichkeit darin, etwas zu finden, dass wir diese Menschen eben nicht als Serben, Bosnier und Kroaten anschauen, was auch immer, sondern als Menschen und uns ihnen auf die Weise nähern. Okay, ich bleibe jetzt mal bei einem Detail, einem auf den ersten Blick vielleicht auch unwichtigen oder noch nicht mal menschlichen Tod, aber
in deinem Buch sind die ja sehr entscheidend. Und deswegen haben wir eine Textstelle vorbereitet, die du uns vorlesen wirst. Wir werden das jetzt nicht ankündigen, aber vielleicht einfach, wenn du fertig bist, reden wir weiter darüber. Ja, das, ich fand das süß, wie du das gesagt hast. Du hast etwas für uns vorbereitet, ja, etwas, ein Monolog, etwas Ausländisches. Ja. Не знам кој почел. Pardon. Vukli su ga po snijegu, dobacivali se njegovim bespomoćnim tijelom. Rade bi ga bacio u vazduh i zaskičao, letim, letim, letim. Ich weiß nicht, wer angefangen hat. Sie zogen ihn durch den Schnee, warfen den hilflosen Körper einander zu. Rade warf ihn in die Luft und quietschte, ich fliege, 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 dann, oh, abgestürzt. Woraufhin Dejan wie verrückt lachte. Sie hielten ihn am Bein fest, als ob sie Angst hätten, das Grauen seines schwachen Lebens könnte sich auf sie übertragen. Sie warfen ihn sich gegenseitig zu und wichen jeweils zur Seite aus, um ihn nicht zu berühren. Als sie genug hatten, legten sie ihn auf einen kleinen Schneehaufen. Du standst abseits und schwiegst. Du wolltest gehen, aber ich sehnte mich danach zu bleiben, um ein Teil der Bande zu sein. Ich wollte nicht, dass sie mich mit deiner kühlen Art in Verbindung brachten, lachte gezwungen und wich deinem Blick aus. Wir dachten, der Vogel sei tot, doch dann öffnete er ein blindes Auge. Wer beendet seine Qualen? Fragte Dejan. Alle schwiegen. Was ist mit dir, Rade? Bist du eine Muschi? Rade schaute nur bleich in den Schnee. Er hatte keinen Spaß mehr daran. Ich wollte dich nicht anschauen, aber ich spürte deine Augen auf mir, als wüsstest du im Voraus vor allen anderen, sogar vor mir, was ich tun würde. Als ob es sich in deinem Kopf bereits abgespielt hätte, es ließ sich nicht mehr aufhalten. Ich zertrat ihn. Mein Stiefel versank im Schnee und mein heißer Fuß pochte wie verrückt. Mama hatte mich zwei Paar Socken anziehen lassen, doch ich konnte spüren, wie etwas unter meinem Fuß zerbrach. Ich fühlte die weichen Federn, die zarten Knochen und das kleine Auge, das sich an meine Sohle klebte. Später musste ich den Stiefel im Schnee abputzen. Es blieben Spuren von Blut und Federn zurück. Dejan klopfte mir auf den Rücken und sagte, nur Sarah ist keine Muschi. Die anderen standen herum und starrten das Loch im Schnee an, dann meinen Stiefel, dann mich. Ich hatte Angst, aber ich wusste nicht, wovor. Nirgendwo stand geschrieben, dass wir verletzte Vögel nicht töten durften. Dieser hier war schon halb tot gewesen, aus dem Nest gefallen. Er hatte keine Chance in diesem Schnee. Hatten die Jungs ihn nicht schon mit ihrem blöden Spiel umgebracht? War er nicht schon tot gewesen, bevor ich ihn... Hatte ich denn nicht seine Qualen beendet? Dejans Beifall, den ich so ersehnt hatte, war zum bedeutungslosen Geplapper eines Kindes geschrumpft, das Zeuge meines Verbrechens war. Irgendwo stand es sicher geschrieben, dachte ich. Irgendwo weiß es jemand. Ein kleiner Schnabel, der sich öffnete und schloss, ein kleiner, verkümmerter Flügel. Ich hob den Blick und sah in dein Gesicht. Ich kann mich nicht erinnern, wie du als Kind aussahst. Für mich bist du immer die gleiche. Wann immer ich an diesen Moment denke, sehe ich dich in einer älteren Version. Dein Haar und deine Augen wechseln die Farbe. Schwarze Zöpfe werden zu blonden, wie an jedem Tag an der Uni, und dann zu weißen, wie im Astra. Halten wir uns vielleicht ein bisschen an dieser Stelle. Ich glaube, das ist ausgezeichnet gewählt, dieser Abschnitt. Epitomatisch irgendwie auch für ihn und seine Welt. Und für die Genese, für die Herstellung dieser systemischen Gewalt, von der die Rede ist im Roman an mehreren Stellen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr
darüber sagen, wie du diese Symbolik konstruiert hast, diese hilflosen toten Tiere im Buch generell, denn der Spatz ist ja nicht das einzige tote Tier in dem Buch, auch Dürers Hase, die Diskussion darüber ist ja auch sehr wichtig, weil er wahrscheinlich auch schon tot war, als er ihn gemalt hat. Und ich glaube, du hast dasselbe Thema detaillierter noch in deinem Erzählband Milchzähne behandelt, in dem ja fast jede Geschichte etwas mit toten Tieren zu tun hat. Ja, ich hoffe, dass jetzt keine falschen Ideen aufkommen. Ich liebe Tiere, aber irgendwie in diesem Kapitel mit dem ersten Teil des Kapitels tritt hervor, dass meine Heldinnen eigentlich nach Jajce gekommen sind und bei einer Frau übernachten, die so eine typische bosnische Hausfrau ist, die also alles kocht, macht und tut und putzt. Und in ihrem Haus, das Haus ist voll von so Vogelskulpturen, keramische, gläserne, aus Plastik, aus allem Möglichen. Und dann wollte ich irgendwie das verbinden, diese Frau, die für mich mit der Fürstin bei Alice verbunden ist, die also eigentlich gar kein Interesse an uns hat, kein Interesse am Tod, der da um sie herum geschieht in ihrem Garten, die einfach nur diese Figürchen, diese Snippets sozusagen sammelt, weil sie ästhetisch für wertvoll hält. Und diese Verantwortung nicht verbindet mit der Verantwortung aus der Vergangenheit meiner Erzählerin, als da so eine Art Initiation ins Patriarchat geschieht. Und ich glaube, dieser Moment, wo die Mädchen so sehr akzeptiert werden möchten seitens der Jungs als nicht cool, also nicht überempfindlich, sondern eher cool und stark, das ist etwas, was da fehlt. Denn die Erzählerin wird ja am Ende jemand sein, der mit männlichen Schriftstellern aufgewachsen ist und in den männlichen Kanon aufgenommen werden will. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt, aber ich erkläre einfach jetzt Sachen, wie ich nachgedacht habe, als ich das geschrieben habe, als ich diese Szene beschrieben habe und diese Gewalt, die angedeutet wird und viel schlimmere, größere Gewalt andeutet, die dann später folgt. Und dieses Loch im Schnee, weil das eben in Banja Luka passiert, dieser erste Gewaltakt, dass da tatsächlich sich die Finsternis auftut, also die innere Finsternis, und dann stellt sich die Frage, ob man jetzt einen Spatz bedauert oder nicht, und der Spatz wird dann ein Hund und später gibt es einen Menschen, Lebewesen. Also die Frage der Verantwortung weitet sich aus. Ich muss sagen, dass für mich vielleicht sogar am schlimmsten, am furchtbarsten, im guten Sinne, wenn es also einen guten Sinn des Furchtbaren, des Schrecklichen gibt. Und in der Kunst denke ich schon, dass es den gibt. Das Schlimmste war diese überzeugende Art, auf die dieser blinde Punkt, dieser Übergang vom systemischer Gewalt, die hier symbolisch durch das Mädchen vertreten ist, die also den hilflosen Vogel tötet, den die Jungs vorher gequält haben aus der Klasse, und als das dann übergeht vom Tier auf den Menschen, diese Zeitspanne, in der das fast eins wird, dieses Vergiften von Hunden und das Verschwinden muslimischer Jungs aus dem Viertel, das ist auf gewisse Weise der Moment, in dem wir als Gesellschaft eigentlich die Menschlichkeit verloren haben und das Tierische wird
austauschbar und das Menschliche und dazwischen ist ein Gleichheitszeichen. Und es ist für mich auch interessant, wie Armin, der tatsächlich eine Art Gott in der Narration ist, also der unbewegliche Beweger. Es gibt ihn nicht im Text, aber alles dreht sich um ihn und er verbindet die Heldin und er trennt sie dann auch am Ende. Er regt ja auch den Roadtrip an, der überhaupt die Säule der ganzen Erzählung ist. Und irgendwie hängt er mit dem Hasen zusammen. Das ist irgendwie doppelgängermäßig, die Struktur. Dieses Ende ist tatsächlich sehr beeindruckend ausgemalt, bei dem die Unmöglichkeit, den Hasen zu fangen, auch auf die Figur des Armin übertragen wird, dessen Berührung in diesem Bild geblieben ist vor 30 Jahren. Das Buch ist hinter Glas, das Buch ist geschützt im Museumskontext. Es gibt keine Möglichkeit, es zu berühren, keine Möglichkeit, zurückzukehren, keine Möglichkeit, den Hasen zu fangen. Aber sogar wenn wir das Glas zerschlagen und diese Wächterin da verprügeln würden in der Albertina in Wien und am Stuhl festbinden, völlig egal, wie das Eingangszitat auch sagt, wir sind eher die waren und diese Verbindung kann nicht mehr hergestellt werden. Danke. Ja, da ist viel mit Armin verbunden, was man von Joyce gelernt hat, die Abwesenheit als die höchste Form der Anwesenheit in Kurzgeschichten, als ich noch Studentin war und später, als ich auch unterrichtet habe über die Kurzgeschichten, das ist eben dieses abwesende Element, was funktioniert in diesem Narrativ als schwarzes Loch, denn ein schwarzes Loch ist etwas, was man nicht sehen kann, man sieht nur den Horizont, also nur die Umgebung, das, was drumherum ist. Aber das schwarze Loch an sich ist eigentlich noch nicht mal ein Loch in unserer Vorstellung der Dinge. Und diese Abwesenheit, die uns irgendwie aufsaugt und allgegenwärtig ist, war für mich sehr wichtig im Roman. Und gleichzeitig konnte Armin keine entwickelte literarische Figur sein, weil die Erzählerin sich ja nicht an ihn erinnert. Sie hat ihn das letzte Mal gesehen, als sie 12 war. Und also alles, was wir über Armin wissen, ist irgendwie dieser 16-jährige Gott, den das Mädchen sich in ihrem Kopf vorstellt. Und trotzdem, neben Lelas Vater, der ein Sänger war und der auch nicht mehr da ist, ist er ein Künstler im Buch. Er ist jemand, der zeichnet, der schöpferisch tätig ist. Und wegen all dieser verschiedenen Segmente seiner Figur ist diese abwesende Anwesenheit eben vorhanden, die alle Sarah aufsaugt. Und gleichzeitig war das auch eine Art Kommentar über Sarah, die serbische Sprache und Literatur studiert hat. Das heißt, sie hat genug gelesen, so wie die älteren Männer eben in ihrem Land geschrieben haben und viele Bücher, in denen der Protagonist meistens ein Mann ist, um den sich alles dreht. Und dass sie bis zum Ende des Buches und zum Ende des Weges begreifen muss, dass diese Geschichte nicht über Armin geht, sondern über Leila und über sie selbst. Und dass es einen gewissen Unterschied gibt, warum diese Reise eben ausschließlich wegen Armin stattfindet und Sarah, die einfach das loslassen muss und verstehen, dass sie nicht in diesen Illusionen leben kann. Du hast Joyce erwähnt. Das ist vielleicht ein guter Moment, dass wir kurz uns in Dublin aufhalten, was ja nicht zufällig in dieser Geschichte gelandet ist, genau wie nichts anderes
zufällig ist in dieser Story. Dublin ist in hohem Maße das literarische Dublin, das Dublin von Joyce und irgendwie bei uns auch schon zum Synonym von einer ökonomischen Migration unserer Generation für prekäre Arbeit geworden ist, für das, was wir früher mal so eben Gastarbeiter genannt haben. Und mir scheint, dass durch diese Figur etwas ironisch dieser irgendwie Absturz des Balkans und des Westens durch dominante Stereotypen eingeführt wird. Sie sind also präsentiert gleichzeitig durch die eigenen Archetypen und populäre Symbole, zum Beispiel dieses anwesende ständige Avocado-Pflanzen im Buch und gleichzeitig auch sehr aggressiv dichotomisch getrennt. Wir haben also auf der einen Seite diese wilden Balkaner und die Entfremdung, die Leere, alles entleert, alles ohne Emotionen, alles Stereotype. Und mich interessiert tatsächlich, weil es mir scheint, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, diese moderne Emigration nach Dublin zu konstruieren und das aber die Verbindung zu Joyce herzustellen. Ja, für Dublin gab es tatsächlich viele Gründe. Einer davon ist neben literarischen Gründen, dass ich gerade nach Barcelona gezogen war und da studiert habe und gelebt habe und in diesen Jahren mich hauptsächlich mit Joyce beschäftigt habe und auch englischen Modernismus. Und ich habe oft Späße gemacht, dass ich aus Bosnien nach Dublin gezogen bin. Und ich wollte es irgendwie da einbauen, aber das war der Ausgangspunkt. Aber ich wollte tatsächlich, dass Sarah einer dieser Personen ist, die tatsächlich glauben, dass sie irgendwo anders hingehen können und alles von vorne machen, sich selbst neu erfinden, so tun. Sie hat also diese Einstellung, ich bin nicht wie meine Leute zu Hause, so elitistisch. Sie stellt sich so dar, dass sie im Ausland studieren kann, dass sie machen kann, was sie will, rausgehen, ihre Heimat verlassen. Wenn sie ihre Sprache hört, dann geht sie zur Seite, will damit nichts zu tun haben. Sie genießt in diesem Dublin eben ihr Hipster-Leben und versucht, diese Avocado zeigt, wie unbewusst sie sich bestimmter Taten und Handlungen ist. Nimmt einfach diesen Kern und wirft ihn in die Erde und vergisst ihn. Und dann wächst da plötzlich ein Bäumchen raus, um das man sich kümmern muss, und sie verlässt ihn. Und irgendwie wollte ich sie konstruieren als Idee von unseren jungen Leuten, die denken, dass sie sich verstellen kann, dass sie jemand anders sind. Also ich sage jetzt nicht, dass wir dadurch determiniert sind, wo wir herkommen, aber ich glaube, es ist gefährlich, das zu verdrängen, das gänzlich zu verdrängen und so zu tun, als hätte das gar nichts mit uns zu tun. Aber das ist etwas, was sie gemacht hat. Deswegen habe ich auf diese Weise einen Kontrast hergestellt, dass sie dann andererseits in einem Bus von Zagreb nach Mostar ist und den bosnischen Kaffee trinkt nach so vielen Jahren, der sie dann zurückbringt und sie erinnert daran, dass sie zwar gerne so tut, als wäre sie jemand anders, aber dann mochtest du früher auch mal das, was also dich fair anspricht als die Parks von Dublin oder so. Aber ein anderer Grund oder vielleicht der dritte Grund, den es ebenfalls gibt, wegen der zyklischen Struktur. Ich wollte mit St. Stephen's Green anfangen in diesem Park in Dublin und am Ende der Stephansdom in Wien, was auch eine Art Zirkelschluss vom heiligen Stephan ist, also ein Kreis.
Jetzt werde ich wieder diese Formulierung verwenden vom Eurovision Song Contest. Aber du hast noch etwas vorbereitet für uns, noch einen Textabschnitt, den du uns vorlesen wirst. Und ich finde das eigentlich lustig, aber vielleicht ist er dann doch auch gleichzeitig tragisch. Das ist der Moment, wo Leila und Sara nach Jajce kommen. Nachdem wir uns von Frau Knežević verabschiedet hatten, die die Hände an ihrer violetten Schürze abwischte, um mich fest zu umarmen, brachen wir zum Avnoj-Museum auf. Es war kalt in diesem albernen, stummen Sitzungssaal. Leila fuhr mit den Fingern über die hölzernen Bänke und Stühle. Blauer, abgenutzter Nagellack, ein weißer Dutt hoch auf dem Kopf wie ein schlafendes Polartier. Ich schaute sie an und sie die Flaggen. Russland, USA, ein Muttermal in ihrem Nacken, das ich ganz vergessen hatte. Großbritannien, Frankreich, der Tag auf der Insel, sie treibt an der Wasseroberfläche. Jugoslawien und ein paar Leute rundherum, stumme Nostalgiker mit erstarrtem Lächeln und Handys in der Luft. Sie fotografierten Geschichte, sie fotografierten Fotos, Genosse Marx, Genosse Stalin. Dann holte auch ich mein Handy aus der Hosentasche, ein Foto für Michael. Doch der Akku war leer und das Handy schaltete sich aus, sobald ich es entsperrte. Ich muss diesen Ort, so gut ich kann, im Gedächtnis behalten, dachte ich, auch ohne technische Hilfe. Nicht wegen des steinernen Riesen, der in der Ecke schmollte, auch nicht wegen der antifaschistischen Deklaration der Völker des ehemaligen Jugoslawien. Ich musste ihn mir wegen Leila merken. Was, wenn auch sie in Stücke alten Stoffs mit Sternen und verblichenen Farben zerfaserte? Sie blickte irgendwie enttäuscht in diese ganze Leere. Etwas hätte dort sein müssen. Bevor wir hineingegangen waren, war sie aufgeregt gewesen. Sie hatte versucht, die Internationale zu pfeifen und ich hatte gelacht. Der Morgen war trüb, etwas weniger als am Tag davor, aber dennoch ohne Sonne. Innerhalb des kleinen Gebäudes hingen runde weiße Lampen und verbreiteten Neonlicht aus einer anderen Zeit. Die Flaggen lagen kraftlos da, befreit vom lästigen Wind. Sie nahm einen blauen Kaugummi von der Größe einer Kastanie aus dem Mund und klebte ihn an die Lehne von Titos Armsessel. Um sich zu versichern, dass ich Zeugin ihres Vergehens war, drehte sie sich um und schaute mich über die Schulter hinweg an. Sie schenkte mir ein schiefes Lächeln, stolz auf ihr kleines Verbrechen. Doch etwas schlich sich aus ihrem lächelnden Gesicht und verriet sie. Eine Leila, der es komplett egal war, die ihre Überlegenheit bewies, indem sie Kaugummis auf historische Artefakte klebte, stand im Schatten einer anderen, die sich nicht eingestehen wollte, wie enttäuscht sie war. Sie hatte etwas erwartet, sie war wegen etwas Bestimmtem hierher gekommen. Doch dort war nichts. Nur ein paar tote, verknöcherte Worte grinsten von den Wänden herab. Hoch leben unsere Bundesgenossen! Hier waren nur sie, ich und der große steinerne Marschall Tito, der uns nicht in die Augen... Vielen Dank. Aus diesem Textabschnitt wird ganz klar, wie die Erzählerin also diese Grenze überschneidet. Ich kann ja hier auch mit dir offen drüber reden, über diese generische Jugo-Nostalgie, dieses was sich letztendlich auf eine Trauer über die eigene Vergangenheit reduziert. Aber du sagst ja, es ist ein Buch über dein Land, über dieses ehemalige Jugoslawien, was ja auch schon sehr ideologisch ist, denn niemand sagt ehemalige Habsburger Monarchie oder so. Leila ist auf eine gewisse Weise ihre Personifizierung
In diesem Namen ist auch das arabische Wort für Nacht enthalten, dieses Bosnien, dieses Dunkle, diese Gestalt, die du auch irgendwie unfruchtbar gemacht hast im Reproduktionssinne. Die ist geboren an dem Tag, an dem Tito geboren ist. Das ist auch ein Anfang vom Ende, symbolisch sozusagen. Jetzt interessiert mich in diesem Kontext der Konstruktion der Hauptprotagonistin, aber auch nach der Erfahrung des Schreibens, was dieses Land, was ist mein Land für dich heute? Und kann man heute überhaupt oder kann man allgemein, um es zu paraphrasieren, sowas sagen, mein Land, mein Albtraum? Was die erste Frage angeht, also ja, Leila ist tatsächlich eben die personifizierte, der Anfang, wie sowohl in Bosnien als auch in Jugoslawien, aber konnte nicht weiter existieren, denn du weißt ja selber, dass auch eine literarische Figur, die nur ein Symbol ist, auf die Menschlichkeit abstürzt irgendwann und dann zusammenbricht. Deswegen musste ich ihr irgendeine Geschichte geben, irgendeinen Albtraum geben, aber ich wollte all diese großen männlichen Geschichten erzählen, die da über unserem Land zusammenbrechen und was sie hinterlassen haben. Für mich war irgendwie, was die ganze Geschichte über Jugoslawien angeht, als ich dieses Kapitel geschrieben habe, war mir ganz klar, dass wenn ich den Nationalismus kritisiere und den Faschismus kritisiere und wenn ich die Islamophobie kritisiere in den 90ern, es ist sehr leicht, in die falsche Richtung abzubiegen und dann zu sagen, wie schön es irgendwann war. Und egal, ob es so schön war oder nicht, das ist die Geschichte, die in der Vergangenheit steht. Und für mich ist diese Nostalgie immer eine Art Paralyse. Und das genießen die, die in der Zeit privilegiert waren. Und ich wusste, dass ich nicht in diese Richtung abbiegen will, weder in die eine noch in die andere, weder zum Nationalismus noch zu dieser leeren Nostalgie. Besonders jetzt, hier in der Schweiz, sind viele Leute, die im Krieg den Balkan verlassen haben und die spüren diese Nostalgie wirklich sehr. Das sind also Leute, die älter sind als ich, die dort schon einige Jahre genossen hatten, bevor es zerfallen ist. Und die wollen dann, dass man ihnen was erzählt. Ich weiß nicht, ob dir das passiert in Berlin zum Beispiel. Die wollen dann wirklich, dass man irgendeinen Genuss in unseren Geschichten ihnen verschafft, unsere Sprache spricht. Und dieses Serbo-Kroatisch von denen ist ja in dieser Zeit verankert und atrophiert auch in der Zeit stehen geblieben. Sie haben angefangen, es zu verlieren. Dieser Wunsch, dass man ihnen etwas erzählt. Und einerseits verstehe ich diesen Wunsch und andererseits denke ich, mein Gott, was wollt ihr denn von uns? Ist es wirklich die Rolle des Schriftstellers, die Nostalgie der Diaspora zu streicheln, sozusagen? Romana Bujarovska war da sehr, sehr streng, also viel strenger als ich. Wir hatten gemeinsam da so einen Gastauftritt und die hat gesagt, gut, dass die traurigen balkanischen Geschichten euch gefallen. Und diese wunderschönen Lampen auf der Szene von der Jugo-Nostalgie, ich weiß nicht, du hast ja diese antifaschistische Deklaration gelesen, wenn du das liest, dann kommen dir die Tränen, denn du weißt, wie diese Geschichte zu Ende geht, aber in dem Museum kann man nicht schreiben, man kann nicht aus dem Museum schreiben. Das Leben ist nicht dort, das spielt sich nicht dort ab, egal wie sehr uns das gefällt.
Wir müssen uns mit uns beschäftigen, wenn wir irgendwas machen wollen. Ich bin ganz einverstanden und in diesem Syntagma Happy Meal Jugoslavia, es ist sehr komplex und sehr vielschichtig und das ist wirklich ein guter Digest von allem, von diesem Gefühl, was du jetzt beschrieben hast. Ich glaube, das könnte idiomatisch werden in diesem Kontext. Aber ich möchte gern, dass du noch irgendwas erklärst, was vielleicht für ausländische Leser bei der Übersetzung dieses Buches entgeht. Dieses einerseits dieser Verlust eines Buchstabens bei Leylas Namen, der ein Leyla und Leyla und Begic und Beric, diese Namensänderung. Ich glaube, dass für jeden, der in Jugoslawien gelebt hat in den 90ern, diese kleinen, winzigen Buchstaben hatten tatsächlich eine Funktion von Phonem im radikalsten Sinne. Die konnten tatsächlich bedeutungsverändert sein und eben auch zwischen Leben und Tod entscheiden. Ja, das freut mich, dass du diese Frage gestellt hast, denn es ist interessant, dass viele Leserinnen in Fremdsprachen mich gefragt haben, während der Lesung zum Beispiel, manchmal schicken sie mir eine Nachricht oder so, was ist das denn, was heißt das denn überhaupt, dass sie Leyla und dann Leyla ist? Und dann kapiert man, dass das ja eigentlich in der normalen Welt wirklich keinen Sinn haben sollte, dass durch einen Buchstaben sich etwas unterscheidet und dass das so bedeutungstragend ist, wie du gesagt hast, zwischen Leben und Tod. Das ist etwas, was ich mir nicht ausgedacht habe, denn als ich ein kleines Mädchen war in Banja Luka, war das sehr wundersam, dass Kinder an einem Tag in die Schule kommen, plötzlich ganz anders heißen. Und Kinder sehen in dem Moment die Dinge klarer als Erwachsene. Erwachsene, ja, das ist wie im Wunderland. Die haben dann ihre Logik, die keinen Sinn hat. Für Kinder ist das total sinnlos. Wir in der Klasse, wir wussten überhaupt nicht, dass ein Name muslimisch oder christlich ist, was auch immer, kroatisch, serbisch, wie auch immer. Wir hatten das nicht wahrgenommen, diese Unterschiede. Aber es ist tatsächlich vorgekommen, dass er mir am nächsten Tag Stefan ist. Und dass seine ganze Familie auch einen anderen Familiennamen hat. Das kam durchaus vor und ich wollte davon schreiben. Und auf der anderen Seite dieser Moment, dieser Kennzeichnung, weil eben dieser Name Nacht bedeutet und das J, was da drin ist, das ist so eine Art Ich, was eben aus dem Namen herausgenommen wird und ihr die Identität raubt und sie sich nie wieder stabilisieren kann im Leben. Also jemand ist, der ständig in so einem minimalen Raum sich befindet. Und das ist tatsächlich die Frage, was machen solche Ideologien mit der Sprache? Wir schauen darauf als etwas weniger wichtig, was mit der Sprache geschieht, aber tatsächlich ist das das beste Bild von dieser Finsternis der 90er Jahre, dass das bis heute weiter wirkt. Das weißt du ja selber, wie sie uns übersetzen von einer Sprache auf die andere, wie sie uns veröffentlichen, wie sie unsere Bücher vertreiben. Das ist in dem einen steht ein Wort mit A, im anderen mit I, je nachdem, ob serbisch oder kroatisch ist. Und das hat tatsächlich große Folgen. Und das, was mich am allermeisten betroffen gemacht hat, worüber man anfängt nachzudenken, wenn man schreibt, also ich schreibe ja erfundene Geschichten, Fiktion, Prosa, aber Leute, die mir geschrieben haben, nachdem der Roman erschienen war, um mir zu sagen, mir ist das hier tatsächlich passiert. Ich musste meinen Namen ändern.
Und ich habe vorher gar nicht so viel darüber nachgedacht. Das heißt also, dass ich freue mich wirklich, dass du darauf hingewiesen hast, weil es vielleicht in Übersetzung tatsächlich nicht so offensichtlich ist. Als die letzte Generation, die in Jugoslawien zur Schule gegangen ist, erinnere ich mich noch sehr lebhaft, wie man eben plötzlich Namen änderte und später auch. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen dieser für mich sehr interessanten Diskussion. Ich möchte mit einem Schlagwort, was du jetzt gegeben hast, eben mit dieser sprachlichen Problematik enden. In diesem Roman auf sehr vielen Ebenen ist es ein Thema stilistisch. Die Sprache, die nicht meine ist, die Erzählerin, als sie zurückkehrt, hat sie eine richtig körperliche Reaktion auf die Sprache, genau wie auf den türkischen Kaffee in Mostar, als etwas, was ekelhaft ist, was verschmutzt ist. Und heute haben wir um uns herum ständig an verschiedenen Fronten Diskussionen über die Sprache. Wie reden wir hier gerade? Wir zwei zum Beispiel. Das wurde gar nicht gefragt. Die gemeinsame Sprache des jugoslawischen Raums, wie man so schön sagt, hat immer noch politische Implikationen. Manche sind blutig, manche sind sehr banal, wie das, was du gerade erwähnt hast, dass zum Beispiel dein Buch die Zagreber Ausgabe nicht abgekauft wurde, weil man es für bosnisch hält, und da gibt es dann perfide Regeln, dass das kroatische Kulturministerium nur Bücher auf Kroatisch übernimmt oder sie übersetzen lässt, was natürlich nur ausgedacht wurde, um die Bücher aus der sogenannten Region nicht einfach zu übernehmen, deins oder von Ognjen Spahić oder Wladimir Arsenjevic, und am Ende eben auch die Übersetzung von Sachen, die mit irgendwelchen merkwürdigen Sachen sich beschäftigen, Herkunft von Sascha Stanišić oder so. Und deswegen interessiert es mich tatsächlich, wie schaust du auf diese Dinge im Roman oder außerhalb des Romans? Und damit würde ich dann auch gerne enden, um nicht den ganzen Abend zu füllen. Ja, danke für diese Frage. Wir haben über diese Dinge ja eben auf literarischer Ebene schon viel geredet, und das ist etwas, was weiter geschieht, dieses Absurde, dass wir natürlich keinen Dolmetscher brauchen, wenn wir uns unterhalten. Zagreb, Belgrad, Sarajevo, die Nationalisten können auch diskutieren und brauchen keinen Dolmetscher, wenn sie streiten. Das ist etwas, was unser Alltag geworden ist, und die Tatsache, dass wir die eigene literarische Sprache verschandeln, weil wir diese Gleichmachung mitmachen und sagen, hier, jemand schreibt jetzt vor, das ist nur Kroatisch, nur Serbisch und nur Bosnisch. Es geschieht etwas ganz Schlimmes, und das ist dieses Ausbügeln, dieses Bereinigen, dieses Putzen, was unbemerkt fast oder unwichtig gar nicht wahrgenommen wird. Aber das ist alles unter dem Schirm der Europäischen Union und der großen Stiftungen und so weiter, zu denen Kroatien ja Zugriff hat als EU-Land. Wir selbst ich weiß gar nicht, wie ich das Verb bilden soll von Provinz. Wir provinzialisieren uns.
Wir provinzialisieren uns ja, indem wir uns nach innen wenden. Und es ist schandhaft, es wäre schandhaft, sich vorzustellen, dass Danilo Kisch zum Beispiel ein Buch schreibt und dass man das dann im jeweils anderen Land nicht im Buchhandel finden kann. Das ist tatsächlich das, was heute geschieht, leider. Rechtfertigen sich damit, dass ich in einer Fremdsprache schreibe, obwohl ich in Zagreb geboren bin. Und ich schreibe ja eben auch in dieser anderen Sprache, eben genau wegen dieser Politik, die die Sprache bereinigen wollen. Und wegen dieser Politik bin ich nicht in dieser Stadt aufgewachsen. Das ist also eigentlich das Absurde daran. Und die Tatsache, dass sie da nicht ihre kroatischen Kroaten mit eingeschlossen haben. Und daraus sieht man, dass es keine sprachliche Frage ist, sondern tatsächlich eine politische, eine rein ideologische Frage ist und dass die Schriftsteller in Kroatien darauf reagieren. Da hoffe ich einfach, denn das ist ihre Sache. Da, also die müssen da aktiv werden und sich dagegen stellen. Vielen Dank, liebe Lana. Ich möchte nicht in diesem dunklen Ton enden, in diesem beunruhigenden Ton, obwohl wenige Dinge, über die wir heute Abend geredet haben, fröhlich sind. Aber zum Glück können wir auch weiterhin mit einem optimistischen Ton enden. Und davor rettet uns wirklich die Literatur, der Genuss des Lesens dieses herrlichen Romans, der jetzt auch auf Deutsch zur Verfügung steht. Und bald, wenn er nicht gerade schon erschienen ist, auf Englisch und auf noch anderen Weltsprachen. Und ich glaube, es wäre falsch, ihn nur als Ansichtskarte aus einer besseren Vergangenheit aus Jugoslawien zu lesen, denn man muss ihn vor allem als hochwertige Literatur, die sehr aktuell ist und die mit uns allem verbunden ist, lesen. Nicht nur mit denen, die wir vielleicht irgendwann mal in Jugoslawien gelebt haben. Vielen Dank, Lana, vielen Dank an das Literaturhaus, dass Sie uns hier zu Gast hatten und bis zum nächsten Mal. Danke an alle, die mich eingeladen haben. Danke auch an die Übersetzerin Rebecca Zeitinger, die eine tolle Arbeit geleistet hat. Und danke. Liebes Publikum, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann spenden Sie gerne mit Hilfe eines Buttons, den Sie auf unserer Webseite finden. Erzählen Sie Ihren Freunden davon, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und vor allem lesen Sie dieses tolle Buch. Einen schönen Abend noch.